In der heutigen Newsfolge geht es um: Kommt bald der Panama Grand Prix? Ist Sergio Perez neuer Vertrag sein letzter? Robert Kubica wird Ersatzfahrer bei Alfa Romeo. In 9 Sekunden geht es los. Hallo Formel 1 Fans und willkommen zu einem weiteren Video. Zuallererst wünsche ich euch ein frohes neues Jahr 2020 und hoffe, ihr seid gut hereingekommen. Schreibt mir doch bitte mal eure Vorsätze für 2020 in die Kommentare. Liberty Media und Panama City denken laut der lokalen Zeitung Mi Diario über einen Grand Prix nach. Dieser soll auf einer brandneuen Strecke ausgetragen werden und um die 5 Kilometer soll diese Strecke lang sein. Bisher ist noch nichts bestätigt und dabei handelt es sich bloß um Gerüchte. Eine Machbarkeitsstudie wurde von einem lokalen Architekten namens Malol Architectos durchgeführt. Weiterhin ist durchgesickert, dass die Veranstalter von Panama City die Angelegenheiten mit dem Mexiko Grand Prix verfolgen, um dann den Grand Prix 2023 zu übernehmen, wenn der Vertrag mit Mexiko 2022 ausläuft. Sergio Perez neuer Vertrag läuft bis einschließlich 2022. Danach könnte der Mexikaner die Formel 1 verlassen, sollte Racing Point nicht näher an die Spitze herankommen. Seit 2014 ist der aktuell 29-Jährige im Team, beziehungsweise bis Mitte 2018 unter dem Namen Force India. Hoffnung sieht er, wenn 2021 die neuen Regeln kommen. Alfa Romeo hat ein Neujahr bestätigt, dass Robert Kubica offizieller Ersatzfahrer für die kommende Formel 1 Saison wird. Aber nicht nur er kommt nach Hinwil, sondern auch sein polnischer Sponsor, der Mineralölkonzern Orlen. Sie werden für mehrere Jahre Co-Titelsponsor des Rennstalls, was bedeutet, dass das Team in Zukunft Alfa Romeo Racing Orlen heißen wird. Der Bolide bekommt übrigens den Namen C39. Kubica begann 2006 bei BMW Sauber seine Karriere. Er wurde auch als Ersatzfahrer bei Haas und Racing Point gehandelt. Ob er 2020 in der DTM für BMW an den Start gehen wird, ist noch unklar. Kommen wir zu Mikes Meinung. Dass Liberty Media den Fokus auf Stadtstrecken setzt, sollte mittlerweile jeder verstanden haben. Manche kritisieren ja den Kurs, weil er zu wenig Kurven habe. Ich muss ehrlich sagen, dass mir der Kurs gefällt. Sieht so ein bisschen aus wie ein Mix aus Aserbaidschan und Russland. Stadtstrecken kann Liberty Media ja gerne weiter in den Kalender holen, aber sie müssen spannend sein. Kubica macht es genauso wie Räikkönen. Er kehrt zu dem Rennstall zurück, wo seine aktive Formel 1 Karriere begann. Meiner Meinung nach der richtige Schritt. Und nun zum Community-Kommentar. Der heutige Community-Kommentar kommt von Anton Palace. Er fragt: Hallo, eine Frage. Mercedes hat ja für ihre Pit-Crew unterschiedliche Overalls benutzt, was auch gut ist, da die Fahrer zum Beispiel ihre Parkpositionen dadurch besser abschätzen können. Warum machen die anderen Teams das nicht? Oder gibt es dafür eine bestimmte Regel? Nach einiger Recherche habe ich darauf keine wirkliche Antwort gefunden, warum die anderen Teams so etwas nicht machen. Eine bestimmte Regel gibt es meines Wissens nach nicht. Falls es jemand von euch weiß, ab damit in die Kommentare. Wenn ihr mich jetzt noch supporten wollt, like das Video und wenn noch kein Abonnent dieses Kanals ist, kann es mit einem Klick auf Abonnieren nachholen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao.